Nous avons. Rolling? Alles klar, deine Action. Ihr beiden, ich fange mal mit einer ganz fiesen Frage an. Oh, jetzt geht's los. Oh nein. Wir kommen mit einer ganz fiesen Antwort. So eine Frage, die brennt mir schon so lange so im Kopf herum, weil ich habe einen Werbeclip gesehen, da hat die Freundin von Mario Götze auch noch einen Part gesprochen in dem Ice Age Film. Das sollte sie nicht? Doch, das sollte sie schon. Aber sie ist ja eigentlich jetzt Model. Also bei euch habe ich jetzt, da weiß man, da ist was mit Stimme, bei YouTube-Videos viel. Das machen wir oftmals, ja. Was ist eure Einschätzung abseits von aus PR-Gründen? Warum kriegen so klassische hauptberufliche Synchronsprecher kaum solche größeren Rollen in diesen großen Kinofilmen? Heutzutage. Komm doch, die bekommen doch Rollen. Wenn sie gute Filme, gute Projekte sind, die werden angefragt und wenn sie kein Interesse haben, dann kommen sie nicht. Aber die Angebote sind ja da. Okay. In Amerika wird ja auch eingesetzt, wenn J-Lo ist ja im Original, hast du ja auch mitgekriegt. Mhm. Und so werden die Stars genauso eingesetzt wie hier auch. Zum Beispiel bei dem Bären, bei dem Kung Fu Panda ist er Habe Kerkeling und ich weiß nicht, wer du. Ja. Ralf Schmitz ist da mit unter der Hecke und sind ja alle da. Läuft also, es ist kein Problem und auch keine deutsche Sache jetzt, sage ich mal. Aber ich dachte vielleicht, weil ihr es ja selber macht, sagt ihr jetzt, man musste auch schauspielerisch irgendwie was machen oder es ist die Persönlichkeit spielt auch eine große Rolle, weil die Figuren dann... Das ist die große Kunst, die große Schwierigkeit dabei, dass du nur mit der Stimme versuchst, diese Glaubwürdigkeit zu vermitteln und mit deinem Animationswesen zu verschmelzen und dann plötzlich eine Einheit wirst, dass die Leute sagen, wow, das ist nicht Sid, der wird von Otto gesprochen oder das ist der Roger von Torvet, da spricht Torge, sondern das muss miteinander verschmelzen. Wenn das funktioniert, wenn das ist geschafft, dann ist es noch stärker, als wenn du irgendwie plötzlich allein da stehst, der Idee. Ja. Du musst da auch, man muss sich Otto mal angucken, wenn er da spricht. Das ist fiese Frage. Das ist wahnsinnig fies, ja. Also wirklich, wer ist der Typ hier? Na, komm mal den Bild. Du, ui! Das ist eine Aufgabe, eine besondere Aufgabe, in einem dunklen Raum zu stehen und dann, weißt du, und dann irgendein Synchronregisseur sitzt da, nee, passt genau auf, dass alles lippensynchron rumkommt. Und dann musst du noch eine Glaubwürdigkeit vermitteln und eben dieses Wesen auch noch sympathisch machen und so. Das ist nicht einfach. Du bist der Wind unter meinen Flöhen, die Eilen in meinen Augen. Willst du meine Gefährtin fürs Leben sein? Hm? Und da haben sie ja schon auch in Amerika gesagt, wir müssen da unsere Version ein bisschen an Otto angleichen, habe ich gehört. Und das ist mir aufgefallen. Also ich habe gestern gedacht, in anderen Filmen ist der Unterschied größer zwischen den amerikanischen und deutschen Fassungen bei den Animationsfilmen. Und da kam es mir so vor, da ist jemand ein bisschen in die Otto-Schule gegangen. Ja? Nein, ich war oft in New York und wir haben oft miteinander geredet, wir haben oft viel gesehen. Und durch YouTube sind sie auch ein bisschen sehr informiert. Das funktioniert, diese Zusammenarbeit. Und da habe ich ziemlich viel Bewegungsfreiheit. Und sie gleichen auch bestimmt, es gibt so Otto-spezifische Charaktere. Und das wird ihm genauso gehen, jetzt in dieser Rolle, diese Rogers. Das wirst du nicht wundern, das wirst immer mehr du sein. Ja, aber es passt da genau auf. Ja, das kann sein. Und du hast ja quasi jetzt so einen Lebensvertrag schon mit Ice Age geschlossen, hat man den Eindruck, so viele Filme, wie du das schon gemacht hast. Wie kam man jetzt auf dich zu? Wie ist das zustande gekommen? Und das habe ich Otto auch zum größten Teil zu verdanken. Also er hat da so ein bisschen ein gutes Wort für mich eingelegt. Er hat gesagt, du, mach mal der Torge, der kann das, glaube ich, ganz gut. Und dann war ich ja umso glücklicher, dass danach dann auch positives Feedback gekommen ist. Ja, der ist begeistert. Wir haben mir geschrieben und ich habe ihn gleich weitergeleitet. Wollte er gar nicht glauben, aber das stimmt. Das war, du warst wirklich stark. Ja. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie dieser Vogel, der schreit immer so? Ah! Oder heiliger Schneeball, ist das kalt hier drin? Ja, da muss man natürlich Naturtalent für haben. Ne? Das kann man, glaube ich, gar nicht lernen. Otto gibt es für mich, gab es schon immer und gibt es immer noch. Also bevor ich geboren wurde, kam der erste Otto-Film raus. Ich habe die alle gesehen und jetzt bist du immer noch mit Ice Age präsent und mit anderen Sachen natürlich. Ja. Wir sterben ja bald aus. Irgendwann ist vorbei. Wenn sie gestorben sind, dann leben sie noch heute. Wird es vielleicht dann den digitalen Otto geben und das endet dann gar nicht mehr? Ja? Wenn das funktioniert, das wäre toll. Dann sitze ich zu Hause, gucke ich mich an und sage, das bin ich digital. Wahnsinn. Wollte ich immer schon. Du sprichst ihn dann. Irgendwann muss man das ja klar. Torge übernehmen. Ich mach mal, du sprichst mal. Ja, Otto spricht langsam, wenn ich mit Otto durch. Otto spricht langsam, ich verstehe dich. Ja, können wir das machen? Können wir da hingehen? Können wir das Ding da? Ja, wie aus dem Gesicht geschnitten, wie aus den Stimmbändern geschnitten, ja. Vielleicht ganz schnell noch, falls es noch mehr Ice Age Filme gibt, was wäre denn eure Idee, was man jetzt noch Neues oder irgendwas mit einer Zeitmaschine? Das wäre es, ne? Zeitmaschine. Ja. Die kommen ganz woanders an. Ja, in einer anderen Zeit, aber ich weiß noch nicht in welcher. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist eine gute Idee. Aber wir schreiben ja nicht die Drehbücher. Dann hoffen wir mal, dass sie zuhören. Ja, ruf ihn an. Ruf ihn an. Time Machine, in New Time.
Ja, dann freue ich mich schon auf Ice Age. Back in Time oder irgendwas, keine Ahnung, wir werden sehen. Es geht weiter. Vielen Dank, ihr beiden. Gerne. Dankeschön.